Luftballons zur Eröffnung. Und gleich hinterher ein hubschrauberähnliches Fluggerät, der sogenannte Multikopter. Denn von oben soll die Sicht ja bekanntlich besser sein. Doch am vergangenen Samstag war es der Überblick unten, auf den es ankam. Die Stadt Bensheim lud zu Einblick Bensheim. Das ist eine einzigartige Veranstaltung für Bensheim. Hier machen jetzt die Firmen die Türen auf und lassen die Menschen hinter die Kulissen blicken. Das heißt, das, was produziert wird, das, was entwickelt wird, das können die Menschen sehen. Und das ist etwas unglaublich Schönes. Da merkt man einfach, was diese Firmen entstehen lassen und wofür. 70 Unternehmen mit zusammengerechnet rund 3.700 Mitarbeitern machten mit. Vom Ein-Mann-Betrieb über den kleinen Handwerker bis zum florierenden Mittelständler und international agierenden Weltunternehmen. Ein Tag, der die immense Vielfalt der Bensheimer Wirtschaft plastisch und greifbar machte. Ja, wir haben einen hervorragenden Mix vom Global Player bis zum Startup. Das sind alles hervorragende Unternehmen, die vieles bewegen, die hervorragende Produkte auf den Markt bringen und die dafür Sorge tragen, dass die Märkte mit Bensheimer Produkten tatsächlich auch ausgezeichnet sind. Wir sind stolz auf dieses Mischungsverhältnis und wir sind stolz auf die Leistungsfähigkeit unserer Unternehmen. Einblick Bensheim wurde bereits zum 5. Mal organisiert. Und ein Thema ist wichtiger denn je, die Fachkräftesicherung. Wir selbst als IHK präsentieren unsere Fachkräftestrategie, weil wir hier zeigen wollen, dass der Standort eine Vielzahl von gut ausgebildeten Fachkräften bietet, aber auch für diese Fachkräfte tolle Unternehmen. Und gerade in Bensheim mit 70 Unternehmen beim Tag der offenen Tür ist das natürlich ein wunderschönes Schaufenster der Region. Unternehmen sollen sich öffnen und sich gleichzeitig als attraktiver Arbeitgeber empfehlen. Unter dem Motto, starke Köpfe präsentieren starke Firmen beim Einblick 2012.